Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Malfein und in diesem Video zeige ich euch etwas von Star Wars. Und wir kommen wieder zu den Figuren von Kenner aus der Return of the Jedi Line von 1983, 84 bis 85. Und hier haben wir die nächsten, nämlich die ich euch heute kurz zeigen will. Variationen der Waffen oder sowas, der Karten gehe ich nicht ein. Bei einigen vielleicht, bei den Figuren nur. Ich beginne hier mit den B-Wing-Piloten der Rebellenallianz, welcher sich unterscheidet natürlich von den X-Wing-Fightern und von den A-Wing-Piloten, die später noch rauskamen. Er hat hier eine rote Uniform, hier mit Lebenserhaltungssystem und einen Helm. Ninump war vorher auch ein B-Wing-Pilot, deshalb hatte er auch so eine rote Uniform an. Er hat hier einen auch wirklich kleinen Blaster, der schon bei den AT-ST-Driver dabei war. Der ist hier ein bisschen dunkler. Ich glaube, der hatte einen helleren Blaster, einen grauen beigepackt. Und der kam später dann bei den anderen zum Einsatz. Also hier habe ich ihn mal, den grauen. Also der schwarze, wie gesagt, ist jetzt falsch gewesen. Aber es sieht genauso aus. Und ja, mir die Figur hat damals eigentlich nicht so besonders gefallen, aber noch besser wie der A-Wing-Pilot, weil der Helm doch etwas größer gestaltet war im Gegensatz zum anderen Piloten. Er war halt einfach nicht so vertraut. Man hat ihn jetzt nicht so im Film gesehen, höchstens mit abnehmbaren Helm. Na gut. Eine neue Prinzessin Leia Organa kam heraus, mit hier mit Endor-Outfit, mit Poncho. Und die war schön. Also viel Spielwert. Man hatte hier den abnehmbaren Helm des Soldaten. Und darunter dann die Frisur. So schön gestaltet gewesen. Und eben dieser Poncho hier mit Darnfarben aufgenäht, was ein bisschen einfacher zu machen war, als jetzt eine ganze Figur anzumalen. Auch sie hatte den kleinen Blaster hier bekommen, welcher schon Webbing-Pilot gehabt hatte. Und sie hatte hier noch einen Gürtel. Ein separates Teil mit Holster, dem man die Figur dann, die Waffe dann auch mit hier hineingeben konnte. Bisschen schwer, weil der hängen bleibt an dem Stoff. Bisschen groß, aber trotzdem sehr schön gemacht. Auch hier die Taschen angedeutet. Und hier hinten mit zwei Nuppen und einer großen Öse. Ich zeige mal kurz die Figur, wie sie ohne den Poncho aussieht. Nehme ich hier nochmal separat als General Leia zu sehen, hier mit einer tollen Uhr. Und ja, auch schön angedeutet hier die Generalstreifen, welche eigentlich angemalt gehören sollten. Aber trotzdem eine schöne Figur, finde ich jetzt persönlich eine der schönsten Leias. Und dann kommen wir zu Han Solo in Endor Outfit bzw. mit Trenchcoat. Er hat hier seine typische Han Solo Blaster natürlich dabei, nicht so wie beim Bespin Han. Und einen abnehmbaren Poncho bekommen. Und damals habe ich gedacht, ach, ich brauche mir keinen neuen Han Solo kaufen, aber nichts war's, weil er nämlich so eine graue Hose anbekommen hatte und eben den Trenchcoat. Aber weil er seine übliche Weste natürlich dabei hatte wieder. Deswegen war ich in dem Glauben, man braucht es nicht. Ein wenig traurig fand ich, dass die Gürtelschnalle hier nicht bemalt war. Darum habe ich die bei diesen nämlich bemalt. Und jetzt zur Variation, nämlich es gab nur eine Variation des Mandels. Man sieht hier, dass er einmal so rum angenäht war. Und unten drunter dann, na komm schon. Unten drunter dann das Camouflage-Muster. Und bei diesen hier war es dann nämlich andersrum angemalt. Also man sieht auch ein bisschen die Variation,
Und vom Gesicht her gab es auch ein Bauunterschiedchen. Und auch hier wieder der einzige imperiale Gegenpart in der Reihe heute der Figuren, nämlich nur ganz ordinär genannt The Emperor. Also hat sie noch nicht den Namen bei den Figuren gegeben als Palpatine oder sowas, nur der Imperator. Eine gebückte Gestalt, die hier mit einem Gehstock daherkam. Ja, und halt dann eben der Mantel angedeutet, kein separater Mantel. Und die Krankheit der Figur war eben hier auch immer die Nase, die abgebröselt ist. Und auch die andere Hand finde ich ganz klasse gemacht. Ja, man hatte hier einen Imperator. Endlich konnte man die Ehrengardisten zum Bewachen schicken. Dann gab es noch einige für Jabba's Palast. Wir haben hier einen der Druiden, nämlich 8D8. Und er sieht aus wie ein Skelett, so habe ich das früher immer gedacht gehabt, wie ich die auf den Rückseiten der Packungen gesehen habe. Oh, ein Skelett. Na gut, aber es war ein Druide, der hier sehr schön gestaltet eigentlich mit den ganzen Gelenken ist. Schön angemalt worden. Und diese Schutz, diese ausgetauschte Platte hier, habe ich mir gedacht, das wäre ein Blaster. Ja. So einer. Naja, wie dem auch sei, also diese Figur kam ja im Film vor. Ich weiß nicht, es war dieser Druide, der den kleinen Gonk-Druiden gequält hat. Also mehr so ein Folter-Druide. Und auch hier hinten dann schön modelliert das kleine Ansatzteil. Ja. Die Figur aus Jabba's Palast ist hier der Rancor Keeper, der damals auch noch keinen Namen hatte. Malakili hieß der ja dann, welche ja auch eine zweite dicke Person gewesen ist, mit nacktem Oberkörper und den ganzen Accessoires, die er hier hat, Schulterplatten, Oberarmplatten, schön gestaltet. Und er hat eine Art Gaddafi-Lance dabei, eine Abwandlung des Tusken Raider Waffe, aber trotzdem eine neue. Er hatte auch ein paar Bewegungspunkte, also 5 Stück, wie alle anderen auch. Und der Faltenwurf gefällt mir. Und er hatte als nochmal ein Spielwert dann noch eine abnehmbare Mütze. Oder Fellüberwurf, Kappe, was auch immer. Die auch hier mit ein bisschen angedeutet mit verschiedenen Nähten hier aus verschiedenen Lederteilen zusammengehalten ist. Und er hat keine Haare. Auch hier hinten schön der Faltenwurf der Haut, finde ich klasse gemacht. Und eben der Bauch. Und zum Schluss, fast zum Schluss, kommen noch ein paar Ewoks. Wir haben hier Tibo, welcher benannt ist, mehr eine gestreifter Ewok wieder. Hier mit Blau und Blau und mit einem Horn, also einem Befehlshorn, Generalshorn. Diese komische Axt ist etwas zu dick, dass er sie in die Hände dauerhaft halten kann. Und eben hier dann seine Kopfbedeckung, welche einer Wildsau ähnelt. Die kann man jetzt nicht so drüber ziehen wie bei Low Grey, aber abnehmen kann man es. Ebenso wie das Horn. Und somit kann man wieder verschiedene Figuren machen, wenn man andere Ewoks hat. Die Maske, die ist mehrfach angemalt, diesmal auch sehr schön gestaltet. Den grünen Büschen und den Hauern. Ja, die Ewoks hatten damals schon was. Viele hassten sie, ich mochte sie. Und dann kommen wir zu den kleinsten Ewok, welcher der süßeste von damals war.
also mir hat er gefallen, aber er war halt preislich genauso teuer wie die großen Figuren. Und das war dann, ja, für schon ein wenig Frechheit, aber okay. Nehme ich hier Wicked Wee Warwick. Hier nur ein typischer Kopfschutz. Ging bei mir damals auch als Wokling durch, also als Baby Ewok. Bewegungspunkte hier auch viermal bloß. Ja, meine Initialen stehen sogar noch drauf. Ja, schön. Und er hatte einen Speer dabei, wie auch in der Filmversion, der nur einfach bemalt war. Beziehungsweise gar nicht bemalt war, nur ein Stück. Oft platzt hier die Nase ab, die Farbe. Naja. Kommen wir als nächstes zu Bablo, einer der zwei Ewoks, die damals bei uns in Deutschland fast gar nicht zu bekommen waren, jedenfalls nicht bei uns in der Gegend. Und dieser hier war dann der Ewok, der auf dem Speederbike davon fuhr. Er hat hier noch eine separate Waffe, beziehungsweise einen Doppelspeer, der ja auch bloß bei ihm gewesen ist. Und auch hier wieder die Mütze, mehrfach bemalt, einzigartig für ihn. Und hier noch angedeutet unter der Ding ein Messer. Ja, wie gesagt, den habe ich dann erst Jahre später bekommen, dank des Internets. Schön. Und die letzte Figur für heute, welche auch sehr schwer bei uns zu bekommen war. Das war meine letzte Figur der Serie, wo ich dann bekommen hatte. Und zwar ist das Lumat. Einer der ersten Ewok Warriors mit einem braunen Bogen, einer grauen Mütze und angemalten Pfeilköcher. Ich sage das deswegen, weil im nächsten Video kommt dann nämlich noch Warrock. Der sieht ähnlich aus. Ich zeige ihn mal ganz kurz. Also sieht fast gleich aus und kann leicht verwechselt werden. Auch dieser hier kann natürlich die Mützen abgenommen werden. Ebenso wie der Köcher. Und dann hat man einen neuen Ewok. Dieser ist die einzige Figur, die ich auch auf Blister habe. Damals war es über eBay aus den Staaten. Ich den bekommen. Also man sieht hier die Originalkarte noch. Lumat. Da das riesengroße Bild auf der Seite, die Figur hier eingepackt. Und schön auch interessant hier hinten die Rückseite mit damals eben 79 Figuren, die man sammeln konnte. Und da sind die auch schon eben mit drauf. Aber wie gesagt, in Deutschland bei uns waren sie etwas schwer zu bekommen. Wir haben hier dann noch eine Frey Anakin Skywalker Figur, was nur in den Staaten gegolten hat, beziehungsweise bei uns fast gar nicht. Bis auf Ninump, den hat man damals als Mail-In bei uns bekommen. Darum habe ich von dem auch keine Karte. Den gab es dann in einem weißen Karton. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut!